Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Uprising Curse of the Last Emperor. Das letzte Mal haben wir das dritte Kapitel unseres Spiels abgeschlossen. Sehr erfolgreich, wie ich meine, denn wir haben keine legion wir haben keine Horde-Einheit mehr auf dem Spiel. Wir haben alles weggemacht. Allerdings, es wird nicht so ruhig bleiben, denn zu Beginn des vierten Kapitels, Sie werden das gleich sehen, wird ein Arch Nemesis auftauchen. Und zwar der Seelensammler und der wird es uns gehörig schwer machen. Ob es mir gelingt, am Ende siegreich zu sein, das werden wir heute erfahren und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück auf Azul, liebe Freunde von Uprising. So sieht es bei uns aus zu Beginn des vierten Kapitels. Alles sehr übersichtlich. Nur noch ein paar einzelne Garnisonen der Legion sind übrig, nur noch zwei Skelette. Verderbnis hat sich auch nicht weit ausgebreitet und von Horde und Legion-Einheit ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Das lief richtig gut im letzten Kapitel und auch von den Siegpunkten her, wir sind auf alle Fälle vor Horde und vor Legion. Ob das so bleibt, das werden wir jetzt im vierten Kapitel sehen, wenn der Arch Nemesis auftaucht. Wir werden zuerst mit der Auffrischungsphase beginnen und zwar bekommen wir Isar über unsere Druiden. Problem ist nur, wir erfüllen überhaupt nicht mehr die Voraussetzungen. Denn wir haben keine Horde-Einheiten mehr, wir haben keine Legion-Einheiten mehr, wir haben weniger als 5 Skelette auf dem Spielfeld und irgendein Spieler gleich viele Punkte oder weniger als die Legion ist auch nicht der Fall. Deswegen... Ich muss mit den zwei ISER auskommen, die ich jetzt hier habe, und mal sehen, ob die ausreichen werden. Machen wir unsere Spielerboards wieder bereit. Das heißt, wir dürfen alle Karten wieder auffrischen, erhalten unsere Aktionssteine zurück und der Startspielermarker wandert rüber zu den Titanen. Dies ist ganz schnell erledigt und damit kommen wir schon zu den letzten beiden Punkten hier in der Auffrischungsphase. Wir bilden eine neue Marktauslage und eine neue Questauslage. Legen wir alles vom Marktplatz ab. Mal sehen, ob wir was Schickes bekommen, was uns vielleicht noch hier in diesem Kapitel helfen könnte. Okay. Zuerst ein Heiltrank gilt nach dem Kampf. Wenn eine Einheit von uns zerstört worden ist, können wir die wieder zurückholen zu unserer Zuflucht. Okay. Das ist. Ein guter Gegenstand, kostet auch nur einen Satz. Dann haben wir einen Dolch, ist eher für uns nicht interessant, weil das sich nur auf Horde und Legion-Einheiten bezieht. Und die haben wir nicht im Spiel. Und bedenkt nochmal, die Art Nemesis-Einheiten, auch wenn sie die entsprechenden Fraktionen repräsentieren, zählen nicht als Horde-Einheiten und auch nicht als Legionseinheiten. Also alle Effekte, die sich auf Horde bzw. Auf Legion beziehen, beziehen sich nicht auf die Archnemesis. Und zu guter Letzt auch ein Gegenstand, der sehr nett ist, allerdings nur einmalig anwendbar. Für einmal Salz können wir im Nahkampf einen roten Würfel mit dazu bekommen über diese Kriegsbemalung. Sind nett, aber nicht unbedingt ein Must-Have. Machen wir weiter mit den Quests. Wir legen dies ab. Übrigens die Questkarten, die ihr ablegt, auch gegebenenfalls als wir die Omen-Phase haben, die könnt ihr euch anschauen. Deswegen die zwei, die ich abgelegt hat die kann man sich auch mal anschauen oder oh, Rat der Rebellen das ist natürlich eine super Quest gerade kann man sich fünf Siegpunkte verdienen ja die mussten wir leider ablegen Richtige Profis, die rechnen hier mit, welche Karten sind draus, was könnte hier noch drin sein, um gegebenenfalls auch darauf zu spekulieren, eine andere Quest zu erfüllen, die wieder eine neue Questkarte hineinbringt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich denke mal, für mich reicht das auf alle Fälle erstmal so, wie es gelaufen ist. Es sind natürlich auch ganz viele Questkarten hier drin. Wir haben die Karawane der Imperatorin, dann haben wir Druide des Cars mit einem Soforteffekt. Wir sollen einen Aktivierungsmarker jetzt auf das Hordedeck platzieren und die nächste Hordeeinheit würde diesen Aktivierungsmarke bekommen, hat überhaupt keinen Effekt denn das Deck ist leer, da wird keine Hordeeinheit mehr kommen. Was wir aber machen müssen, wir müssen einen Fluch auf ein beliebiges Hexfeld platzieren. Hm. Wenn man weiß, welche Art Schneemes es kommen, das tun wir ja. Das ist der Seelensammler, dann kann man das sogar taktisch einsetzen. Okay, ich werde noch mal Gedanken machen, wo ich den Fluch platziere. Ich habe mir jetzt ein klein wenig Gedanken gemacht, wo ich diesen Fluch entstehen lasse. Habe mir natürlich auch die Aktivierungskarte des Seelensammlers angeschaut und ich denke mal hier an dieser Position ist das eine sehr gute Position. Warum das so ist, das werden wir dann hoffentlich gleich in der Aktionsphase sehen, wenn ich dann versuche den Seelensammler zu bezwingen. Fluch ist platziert. Mehr mussten wir an dieser Stelle nicht abhandeln. Letzte Quest. Kein Sofort-Defekt. Freiwillige ausbilden. Na okay. Basiseinheiten. Ich denke mal nicht, dass ich die noch großartig brauche. Außer die, die ich sowieso in der Bauphase nachher produzieren werde. Damit endet schon die Auffrischungsphase. Wir haben alles abgehandelt. Wir kommen zur Ereignisphase. Legionen und Horde würden jetzt zwei Bedrohungen bekommen. Allerdings, da ist niemand, der Bedrohung erhalten kann. Und hier kommen dahingehend, dass wir unser letztes Kapitel lesen dürfen. Wir spielen ja mit der Arch Nemesis Erweiterung. Wir wissen, welches oben wir gezogen haben. Deswegen, dass das Kragen, können wir ablegen. Es ist das des Seelensammlers. Und das bedeutet, wir werden jetzt den oberen Effekt des Kapitels ganz normal abhandeln. Den unteren Effekt, wo Horde und Liedchen erscheinen, den ignorieren wir. Dafür wird dann der Arch Nemesis kommen. Okay, mit Totenkopf schauen wir mal, was wir hier bekommen haben. Die Herden waren längst geschlachtet, das Getreide gefroren und die meisten Bauern ermordet. Der Hunger wurde zum ständigen Begleiter der Überlebenden. Ah, okay. Haben wir überhaupt mal einen positiven Effekt gehabt? Ich glaube, nur im ersten Kapitel, als wir ebenfalls einen Druiden austauschen konnten, was wir auch nicht geschafft haben. Okay. Wir sollen jetzt eine Einheit zerstören, und zwar jeder Spieler muss das machen. Diese Einheit, die geht in den Friedhof des Chaos. Okay, das sind schon mal Siegpunkte dort drin. Und dann sollen wir auf den Ort aller Eins Skelett platzieren. Ach, warum immer Skelette? Fangen wir an beim Startspieler. Das ist der Titan. Der verliert also eine Einheit. Das bedeutet eine Bedrohung runter auf zwei. Legen wir uns die Karte gleich mal hier hin. Denn an die Stelle kommt jetzt hier ein Skelett. Und dieses Skelett wird einen Kampf initiieren. Fernkampf hat das Skelett nichts. Wir haben einen silbernen und da haben wir einen Totenkopf, ein Schild. Somit ist das Skelett weg und bekommen einen Siegpunkt. Sind wir auf 50 mit den Titanen. Machen wir weiter mit den Piraten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich könnte jetzt natürlich so eine günstige Einheit nehmen, ein Skelett erscheinen lassen. Problem ist, dann habe ich nur noch einen Seeräuber hier, um das Skelett zu bekämpfen. Keinen Fernkampf, weil nichts ist hier angrenzend zu diesem Sea Tower. Und das Klingelschiff da drauf wirkt nicht. Die Gefahr, dass ich dieses verliere, ist damit mir einfach zu groß. Und deswegen, auch wenn es schwerfällt, muss ich den Heißgalden. Jetzt hier verhungern, da geht in den Friedhof hinein und hier an dieser Stelle kommt ein Skelett raus und wird einen Kampf initiieren. Aber hier an dieser Stelle beginnt ganz normal ein Fernkampf. Ich habe zwar keine Fernkampfeinheiten, aber dieses Klingenschiff und dieses Klingenschiff ist auf alle Fälle angrenzend. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dieses kleine Skelett besiegt bekommen. Ich denke mal schon, das wird der Fall sein. Die Frage ist nur, mit welchen Verlusten. Beziehungsweise Verluste tue ich jetzt nicht wirklich einkalkulieren, eher sogar. Einen Bonus, denn ich habe ja noch diesen Würfel aufgespart und jetzt im Kampf kann ich den natürlich anwenden. Das Skelett hat keinen Fernkampf. Wir haben unsere beiden Klingenschiffe mit zwei weißen Würfeln und habe eine Treffer und ein Schild und ich möchte gern diesen Würfel mit beisteuern. Das heißt, ich kann jetzt göttliche Kräfte aktivieren und das wird einmal sein. Der Tiefenwandler, der hat sogar noch seinen Iso drauf. Ich kann mir eine Einheit wieder zurückholen auf ein Feld ohne Gegner. Das wird nämlich der Heiskind sein, der gerade verhungert und im Friedhof ist. Den kriege ich jetzt wieder zurück. Und die zweite göttliche Kraft erhält hier die rote Hand um gleich hier das Skelett drauf zu platzieren, was jetzt eh gestorben ist. Das wird mir gegebenenfalls helfen dann im Kampf gegen den Seelensammler. Der über den Traumwandler zurückgeholte heisgarten darf noch zurück. Nicht auf das Feld, da war gerade der Kampf. Das war also noch ein Feld mit Gegnern, aber hier kann ich ihn auf alle Fälle platzieren. Das Skelett ist weg und bringt uns auch nochmal einen Siegpunkt. Okay, dann war dieses Ereignis nicht ganz so dramatisch. Wir haben ein paar Siegpunkte bekommen und der Gegner eigentlich nichts. Den unteren Teil der Kapitelkarte, den ignorieren wir komplett, weil wir ja mit der Arch Nemesis Erweiterung spielen. Und wir wissen ja, es kommt der Seelensammler. Die Legenden besagen, dass der Seelensammler eine uralte Gottheit ist, der durch den Sturm, der über die Welt hereinbrach, erweckt wurde. Dieses Ungetüm ernährt sich von den Albträumen und den dunkleren Gelüsten der Überlebenden, verschlingt sie langsam und lässt sie als Eier wieder auferstehen, aus denen es seine Diener ausbrütet. Hm, das Ganze klingt irgendwie sehr ekelig. Aber okay. Wir bekommen Platzierungsregeln für diesen Arch-Nemesis. Als erstes bekommen wir die Regel, dass Skelette keine Horden mehr formen. Das heißt, egal wie viele Skelette auf einem Hex sind, die bleiben so, wie sie sind und werden daraus keine Horde entstehen lassen. Es gibt da kein Limit. Des Weiteren kommen Skelette nicht in einen Friedhof. Das heißt also, selbst wenn die Legion jetzt Skelette niedermetzelt, dann hat sie nichts davon. Und für uns haben Skelette aber auch keinen Wert mehr. Wir kriegen keine Siegpunkte mehr dafür. Und das Schlimmste ist, Skelette erhalten jetzt einen roten Würfel auch im Fernkampf. Das müssen wir auf alle Fälle berücksichtigen. Als nächstes sollen wir den Seelensammler mit Bedrohung 7 auf ein leeres Hexfeld platzieren, also nicht unbedingt eingeschränkt. Okay, machen wir gleich. Dann pro Spieler kommt ein Aktivierungsmarker hier auf die Karte. Wir sind zwei Spieler, also kommen zwei Marker drauf. Aber diese Aktivierungsmarker funktionieren anders als bei den normalen Legion oder Horde Einheiten, denn der Seelensammler wird zweimal sowieso aktiviert, und zwar einmal in der Ereignisphase und einmal in der Nemesis Phase. Und das hat nichts mit den Aktivierungstoken zu tun. Die Aktivierungstoken kommen auf eine andere Art und Weise zum Einsatz, und das sehen wir dann gleich auf der. Der Rückseite, wenn wir uns seine Verhaltensweise anschauen. Dann platzieren wir doch mal den Seelensammler. Er hat Bedrohungsstufe 7 und ich kann ihn auf irgendein Hexfeld platzieren. Und da habe ich mir schon eins ausgesucht. Eigentlich vollkommen egal, denn er wird mit der Aktivierung dieses Feld eh verlassen. Deswegen lassen wir ihn erstmal hier an diese Stelle gehen. Dann bekommt er für jeden teilnehmenden Spieler ein Aktivierungszogen, somit zwei Stück hier drauf. Nachdem wir ihn platziert haben, ist die Ereigniskarte vollständig abgehandelt und wir müssen ihn auch aktivieren. Denn ein Arch Nemesis wird immer in der Ereignisphase und immer in der Nemesis-Phase aktiviert. Gemäß diese Aktivierungsregeln. Da steht direkt drin, wir sollen jetzt hier den Seelensammler auf ein beliebiges Hexfeld platzieren, aber mit Fluch, wenn möglich. Es steht nicht da, welches Feld mit Fluch und deswegen habe ich mir schon dieses aussucht. Deswegen habe ich auch den Curse dorthin platziert. Und ich möchte ihn hier an dieser Stelle haben. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Pro Aktivierungstoken soll jetzt auf das gleiche Feld, wo er jetzt hingeflattert ist, ein Skelett platziert werden. Wir sind zwei Fraktionen, deswegen sind zwei Aktivierungstoken drauf. Und deswegen kommen jetzt hier auch zwei Skelette hin. Wären wir jetzt vier Spieler, dann wären es schon vier Skelette auf diesem Feld und wir wissen ja, diese vereinigen sich nicht. Danach werden alle Skelette aktiviert. Ganz normal nach den bekannten Regeln. Die Reihenfolge kann ich dabei selber bestimmen. Fangen wir mal mit diesen beiden an. Die bewegen sich auf ein angrenzendes Hexfeld. Gibt es keine Priorität, sind alle leer, möchten allerdings nicht weiter weg zur Hauptstadt kommen. Aber das geht hier an dieser Stelle ähnlich. Sie sind am Rand und deswegen lasse ich sie einfach mal. Hier rüber hingehen, ist auf alle Fälle dieselbe Distanz. Und die Skelette werden zweimal aktiviert. Das heißt, ich werde sie jetzt wieder aktivieren lassen. Zurück geht nicht, das Feld ist nicht leer. Ansonsten wären aber alle auch wieder möglich, sind nicht weiter weg von der Hauptstadt, aber lassen wir die Skelette mal hier. Etwas näher rangehen. Doch auch diese Skelette werden jetzt zweimal aktiviert, sofern sie das Ganze überleben. Sie schauen jetzt an, wo können sie sich hinbewegen? Haven ist nicht, gegnerische Einheiten, da ist was, und zwar eine Level 2 Garrison und die Level 3 Garrison. Sie werden auf alle Fälle nicht weiter weggehen von der Hauptstadt, und deswegen bleibt für diese Skelette nur ein mögliches Ziel. Und das ist jetzt hier in die Hauptstadt hinein. Und wenn sie es tatsächlich schaffen, diese Garrison zu besiegen, dann bekommen wir jetzt im vierten Kapitel auch noch eine Legion. Deswegen drücke ich jetzt ein klein wenig der Legion die Daumen, dass die Skelette weggemacht werden. Dann starten wir den Kampf. Wir sind auf der Hauptstadt, gilt als Waldgebiet. Bedeutet im Fernkampf werden bis zu zwei Blankwürfel nochmal neu geworfen. Für die Skelette, auch diese haben ja jetzt. Durch den Seelensammler Fernkampf zwei rote Würfel, platzieren mal links. Und die Garrison hat auf Stufe 3 drei weiße Würfel. Okay, dann schauen wir uns das Ganze hier auch nochmal an. Auf der Rückseite hinsichtlich der Würfel. Die Skelette fangen an und haben. Oh, ein Blitz ist nicht gut, denn dann kommen neue Skelette raus. Aber erstmal werden die Würfel ausgewertet. Und. Was hat die Garrison... Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber okay, erstmal dieser Totenkopf geht in das Schild hinein. Können wir quasi wegmachen. Und dann haben wir hier drei Totenköpfe. Reicht auf alle Fälle für diese beiden Skelette. Und dann haben wir hier einen Totenkopf, der geht oben in die Garrison hinein. Der Blitz besagt Folgendes. Nachdem der Schaden ausgewertet worden ist, und das haben wir jetzt gerade, erscheint auf dem Feld. Ein neues Skelett, somit kommt dieses dazu. Und das ist nach dem Schaden, aber noch nicht am Ende des Kampfes. Wir kommen also jetzt in die Clash-Phase hinein und da hat die Garrison zwei gelbe, einen blauen und einen weißen. Und dann haben wir das eine Skelett mit einem roten Würfel. Und auch wieder ein Blitz kommt, wieder ein neues Skelett raus. Hoffen wir, dass dieses jetzt weggeht. Das ist auf alle weg und auch die Verteidigung ist ausreichend, damit zumindest nichts weiter passiert. Heißt, kein Schaden an der Garrison. Skelett wird besiegt, kommt aber über den Blitzeffekt wieder neu hinein. Gehen wir in die nächste Kampf runter. Und da haben wir zwei Totenköpfe. Und die Garrison hat ein Schild. Somit ein Totenkopf weg. Einer geht durch. Und die zwei Schädel machen dieses Skelett platt. Diesmal kein Respawn von den Skeletten, kein Blitzeffekt. Die Skelette haben verloren, aber auch die Garrison ist gut dezimiert worden. Nochmal zur Erinnerung, die besiegten Skelette kommen nicht in den Friedhof, liegt am Seelensammler, allerdings die zerstörten Ausbaustufen der Garrison, die gehen wohlweislich in den Friedhof der Horde. Damit wurden alle Skelette aktiviert, die Verhaltensweise ist aber noch nicht ganz abgeschlossen, denn erneut werden Skelette auf dem Feld des Seelensammlers erscheinen und zwar so viele wie Aktivierungstoken, also erneut zwei Stück hier an dieser Stelle und deswegen wird er immer wieder Skelette in den Kampf hineinschicken, solange er auf dem Spielfeld ist. Und damit sind wir durch mit der Ereignisphase. Jetzt kämen eigentlich noch zwei Aktivierungstoken auf jede Horde und jede Legion-Einheit, welche noch im Spiel ist. Wir sind ja in Kapitel 4, aber zum Glück, da haben wir alles weggeräumt, ist nichts übrig, deswegen müssen da auch keine Aktivierungstoken drauf kommen wir zur Bauphase und ich denke mal jetzt sollte ich noch einiges produzieren beginnen wir die Bauphase mit den Titanen wir bekommen zwei neue Feedcards beziehungsweise eine dürfen wir uns aber einmal aussuchen ja, mit den Titanen habe ich eigentlich nicht allzu viel vor. Wenn alles gut läuft, schaffe ich das Ganze, und zwar den Seelensammler zu bezwingen mit dem Piraten. Aber es muss gut laufen, die Titanen im Background zu haben, ist auf alle Fälle keine schlechte Idee. Okay, was haben wir? Wir können die Verschlingenaktion benutzen, beziehungsweise wenn ich sie benutze, dann kann ich die Göttermalaktion benutzen für null Aktionspunkte aktivieren. Das ist sehr gut, denn ich bin auf Bedrohung 2 und ich will mir schon die Ressourcen mal sparen, um das Ganze mit Aktionen hochzutreiben. Wenn ich nicht mehr Aktionen für verbrauchen muss, das ist natürlich cool. Allerdings ich muss natürlich auch die entsprechende verschlingen Aktion durchführen. Aber ja, ich denke mal, ich nehme diese Karte und die legen wir ab. Und wie gesagt, ich spare mir jetzt mal meine kompletten Ressourcen und werde nichts kaufen. Das heißt also weder Bedrohung noch Geiseln. Anders für die Unterseepiraten. Hier werde ich auf alle Fälle in Truppenmaximierung hinein investieren, aber auch hier schauen wir uns erstmal die Cards an. Vielleicht ist da was Schönes dabei. Eine kann ich ja wieder nehmen, denn ich habe ja einen Gegenstand im letzten Chapter verbraucht. Somit nur neun Karten. Eine geht so. Wir haben Seeräuber und wir haben das Unternest. Das Unternest ist was ganz Spezielles für die untersee -Piraden. Es ist nämlich ein eigenständiges Hexfeld. Das kommt auch nicht direkt auf das Spielfeld. Platziert ihr einfach neben euer Board. Und es gilt grundsätzlich mit allen Sea Towers als benachbart. Das heißt, Einheiten, die hier drauf stehen können direkt sich zu einem Z Tower bewegen und von dort natürlich überall hin wieder zurück oder jedenfalls woanders hin. Es hat auch einen coolen Effekt, denn wenn wir es uns holen, das heißt über diese Karte können wir sofort einen Söldnermarker hier drauf platzieren. Das heißt, wir bekommen einen Söldner, den wir rekrutieren können für die entsprechenden Ressourcen und zusätzlich jeder Spieler kann einen Gegenstand kaufen vom Markt und es ist vollkommen egal, ob er diesen nutzen kann oder nicht. Aber ansonsten hat das Unternest keine weiteren Bonus. Allerdings kann man halt sehr schlagkräftig von dort aus sein. Des Weiteren gegebenenfalls auch die Klingenschiffe hier drauf platzieren. Ist eine Eiswüste, zählt quasi dann auch als Hex und würde dann auch Siegpunkte bringen. Aber Achtung, sollten sich jedenfalls die Gegner auf Sie Towern befinden, dann könnten die hier ins Unternest auch rein und eure Klingenschiffe platt machen. Aber ich denke mal, jetzt im vierten Kapitel hat das für mich keine große Relevanz mehr. Die Gegenstände auf dem Markt sind jetzt auch nicht das, was ich unbedingt brauche. Und deswegen nehme ich das Unternest nicht und werde mir den Seeräuber holen. Für den Nahkampf, wenn ich halt Totenköpfe auf meinen gelben Würfeln habe, dann kann ich ein gegnerisches Schild ignorieren. Mal sehen, ob ich es brauche, aber ich denke mal eher als das Unternest. So, jetzt die Frage. Was baue ich? Holen wir uns erstmal unsere Verluste wieder zurück. Und zwar, ich möchte meinen Hügeldroll wieder haben, kostet mich drei Nahrung. Eins, 2, 3. Ich habe keine Nahrung mehr. Das heißt, ich kann nicht kommandieren. Brauche ich also nachher meinem Titanen, um mir ein paar Ressourcen zu holen. Ich stelle mir das mal rüber. Diese habe ich gebaut. Dann als nächstes. Ökas. Natürlich will ich auch haben. Ist eine coole Einheit, kostet drei Vorräte. Da habe ich noch genug. Eins, zwei, Drei Vorräte raus. Dann hole ich mir noch ein Klingenschiff. Kostet zweimal Salz, zweimal Vorräte. Ich habe noch zwei Vorräte, damit bin ich hier leer. Und Salz habe ich jede Menge. Somit zweimal Salz bezahlt für das Klingenschiff. Und mal sehen, ob es noch fürs letzte Klingenschiff reicht. Da brauche ich, ich mal das ganze Salz hier raus. Zweimal Salz sowieso, kann ich hier hinlegen. Und dann kann ich ja jederzeit drei gleiche Ressourcen zu einer anderen Formen. Somit diese drei gelten als. Einmal Vorräte, dann habe ich noch eins, zwei, jawohl, das geht gut auf. Drei gilt auch als Vorräte und somit kann ich ein weiteres Klingenschiff bauen. Jetzt habe ich aber überhaupt keine Ressourcen mehr. Meine gebauten Truppen, die gehen alle zum Sea Tower. Da bin ich am Mobilsten und auch die Klingenschiffe gehen dorthin. Kann ich sie ganz gut von dort starten lassen, wenn ich dann den Seelensammler angreifen möchte? Damit sind wir durch mit der Bauphase und jetzt heißt Sekt oder Selten, schaffen wir es, den Seelensammler zu bezwingen oder nicht? Es geht los mit den Titanen. Die haben jetzt nicht wirklich viel zu tun und ich will auch hier stehen bleiben, denn ich will nachher Event zum Titan schicken, um ein paar Ressourcen abzuholen. Denn sonst kann ich überhaupt nicht kommandieren und deswegen werden die Titanen ganz simpel. Eine Quest durchführen, die bringt mir gegebenenfalls noch mal Ressourcen, wenn sie klappt. Ich könnte zwar auch das Götter mal nehmen, aber da ich ja nun diese Feedkarte bekommen habe, kann ich das ja in Kombination machen, wenn ich irgendwelche Landmassen verschlinge. Mein Questziel wird die Karawane der Imperatoren sein. Ganz einfach, ich versuche die zwei Blitze zu bekommen, um hier diese drei Salz zu erhalten. Problem ist, damit ich dieses Ziel bekomme, muss ich auch den Erfolg schaffen. Sollte das mir jetzt nicht gelingen, dann bekommt das Imperium zwei Siegpunkte. Das ist zwar nicht schön, aber ich glaube, in dieser Spielphase nicht unbedingt so dramatisch. Aber schauen wir mal, was wir bekommen. Zwei Rote, wir haben zwei Violette und ich werde, ja, ich werde einen Weiß nehmen. Vielleicht schaffe ich ja auch das Schild für den Erfolg. Okay, dann schauen wir mal, was wir haben. Oh, das sieht erstmal gut aus. Wir haben aber leider halt nicht die Blitze, die ich gern gehabt hätte. Aber zumindest das Schild. Somit ein Ziel und wir haben ein, zwei, drei, vier Schädel. Somit auch das zweite Ziel. Wir erhalten zwei Siegpunkte und ich kann, wenn ich möchte, eine neue Quest ziehen. Und ich kann auch noch einen Gegenstand mir holen vom Markt, auch wenn ich ihn nicht nutzen kann. Ich sehe gerade, ich hätte auch noch einen roten Würfel dazu werfen können. Für die Eiswüste prägt mir aber gar nichts, denn hier sind keine zwei Blitze. Darf ja ein Blitz, ja, das nützt mir aber nichts, um noch zusätzlich das Salz zu bekommen. Aber okay, wir wollen ja nicht gierig sein. Schauen wir noch mal auf die Questkarte. Die zwei Siegpunkte hole ich mir gleich. Und eine neue Quest will ich aber nicht ziehen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und jetzt im letzten Kapitel brauche ich es, denke ich mal, auch nicht mehr. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Aber den Gegenstand, den hole ich mir natürlich. Auch wenn es kein teurer ist. Ja, falls wir doch in die clash kommen, nehme ich mir hier mal diesen Gegenstand. Filme drauf. Was bekommen wir dazu? Okay. Eiswasser. Nette Sache, außerhalb des Kampfes, Würfel neu werfen, aber Leaderchip habe ich zurzeit eh nicht. Die untersee sind dran. Erste Aktion, ich werde mich mit A-Wind um ein Hex bewegen und danach werde ich eine Handelsaktion initiieren. Und das beendet meinen Zug immer noch nicht. Ich denke mal, dann werde ich auch noch. Segeln, auch das beendet meinen Zug nicht und deswegen werde ich danach nochmal segeln. Ein bisschen schade, dass ich nicht die Feedkarte gezogen habe, wo man sechsmal segeln kann. Die hatte ich am Anfang weggelegt. gehabt. jetzt könnte ich sie ganz gut brauchen. Aber ja, wer weiß, für was es gut ist. Und ich denke mal an dieser Stelle werde ich dann auch meinen Zug beenden, auch wenn ich es nicht müsste. Aber die vier Aktionen reichen mir erstmal. Führen wir alles durch. Event bewegt sich und zwar hier zum Titan. Der hat zwar Bedrohung drauf, aber vollkommen egal. Event ist nur ein Held, hat keine Truppen, somit können die sich ein Feld teilen. Dann initiiere ich meinen Handel und werde mir von den Titanen die komplette Nahrung geben lassen. Das ist eine ganze Menge und zwar nochmal drei und hier nochmal vier Nahrung. Das sind sieben Nahrung, die jetzt eventuell wird er nicht alles brauchen, aber sie zu haben ist auf alle Fälle keine schlechte Sache. Und ich werde mir zusätzlich auch noch von den Titanen diesen Gegenstand geben. Aber Achtung, das ist meine elfte Karte. Ich werde hingegen diesen Gegenstand, den er mir eben angelegt hat, jetzt ablegen. Ich denke mal, ich werde ihn eh nicht mehr brauchen. Ich will keine Quests mehr machen mit ihm. Deswegen kann dieser jetzt weg und ich denke mal, diesen im vielleicht zu verwenden. Keine schlechte Sache. Und zu guter Letzt hatte ich ja noch gesagt, ich möchte zweimal segeln. Das sind also zweimal drei Bewegungspunkte. Und zwar 1, 2, 3, 4. Dann über den Sea Tower 5 und Sea Tower 6. Und ihr seht, was ich vorhabe. Ich habe jetzt diesen Seelensammler eingegrenzt mit vier Klingenschiffen und sogar fünf über den Sea Tower. Und das wird für den Fernkampf auf alle Fälle mir sehr stark helfen. Ich könnte zwar die Kommandaktion jetzt schon initiieren. Aber das würde mir nicht viel nützen. Ich brauche erstmal einen Raubzug, um meine Truppen zu sammeln. Und zwar auf einem Klingenschiff. Und dafür brauche ich den Beginn eines Zuges. Und deswegen beende ich jetzt an dieser Stelle auch den Zug und lasse die Titanen machen. Und ich denke mal, die werde ich hier einen kleinen Weg noch durch die Pappe ziehen lassen, ein wenig erkunden, das ein oder andere Teil verschlingen lassen. Mal sehen, was es da alles so gibt. Mit den Titanen werde ich mein uraltes Wissen benutzen und über diese Karte bin ich ja mit den Titanen zu jedem Hexfeld angrenzend. Deswegen kann ich überall erkunden, wie ich nur möchte. Brauche halt nur zwei. Aktionssteine und die werde ich auch verwenden und dann habe ich ja auch noch diese Feedkarte mal sehen was jetzt erscheint gegebenenfalls für null Aktionspunkte werde ich auch mich direkt noch auf das Feld bewegen da ich mit dem Titan zu jedem Feld angrenzen bin kann ich jetzt jedes Feld erkunden die Frage ist wo gehe ich hin dort wo Nahrung ist dort werde ich wahrscheinlich keine Eiswüste vorfüllen also glaube ich jedenfalls und ich hätte schon gern noch einen Hex für die Piraten mit Eiswüste. Vielleicht sogar hier gleich angrenzen, damit sie nachher dorthin segeln können. Schauen wir doch mal, ob hier... Ach, hier ist auch Nahrung. Ach, das ist natürlich blöd. Ach, was soll's. Wir gucken trotzdem mal nach, was hier ist. Haben wir Eiswüste? Nein. Wir haben die Badlands. Die riesigen Skelette der of säumen die Ebenen von Run. Okay, wenn das Hex leer wäre, würde jetzt hier eine Garnison hinkommen. Wenn es nicht leer ist, kommt hier eine Verstärkung hin. Da eine Garnison drauf ist, kommt eine Level 2 Garnison hier hin. Und dann soll noch eine weitere Garnison auf ein leeres Hexfeld ohne X gehen. Oh, lassen wir es hier hin entstehen. Und dann erhalten alle anderen Spieler eine Nahrung. Das ist schon mal sehr gut. Also einmal Nahrung für die Untersee-Piraten und dann darf ich noch meine Heldenwürfel werfen, hier für meinen Helden. Und der bekommt so viel Nahrung, wie er Totenköpfe erwürfelt hat. Und er hat ja zwei rote, zwei violette und ich nehme den gelben. Ja, einen hat er da. Okay, machen wir das gleich hier. Mal sehen, was wir haben. Das sind drei Totenköpfe, somit nochmal drei Nahrung für die Titanen. Die Frage ist, ja, lasse ich ihn jetzt hier reinziehen oder nicht? Stehe ja noch hier. Ich kann es auch noch entscheiden. Hm. Ach, ich habe noch zu wenig Bedrohung. Ich denke mal, da werde ich vorher noch ein Göttermal verwenden. Während der Titan wartet, was er als nächstes macht, sind die Unterseepiraten an der Reihe. Zu Beginn des Zuges, ich werde meinen Raubzug initiieren, das heißt ich darf mich mit meinen Truppen immer auf angrenzende Felder bewegen, sofern dort Klingenschiffe vorhanden sind. Und danach werde ich für einmal Nahrung und einen Aktionsstein eine Command-Aktion durchführen starten wir den raubzug all meine truppen mit ausnahme dieses Heißgehalten. sind immer angrenzend zu meinem klingenschiff und zwar zu diesem dies auf alle fälle der hält auf alle fälle und auch diese truppen über den sea Tower. und deswegen wird erstmal der raubzug hierhin durchgeführt ich muss auf das einheitenlimit achten jetzt bin ich bei 3. 4, 5. Okay, das geht auf alle Fälle schon mal gut. Auf und jetzt werde ich meine command durchführen und zwar hier mit diesen Truppen auf dieses Hexfeld. Und ihr seht schon, ich habe vier Klingenschiffe angrenzend plus ein fünftes über den Sea Tower. Und deswegen werde ich jetzt für den Kampf ganz viele Fernkampfwürfel haben. Allerdings, ich muss erstmal gegen die Skelette ziehen und danach erst gegen den Seelensammler. Und leider, meine Druiden nützen mir nicht allzu viel, denn hier sind die Curses drauf. Ich kann zwar das Isar verwenden. Allerdings nicht die Blitze. Könnte zwar auch das iso für die Blitzeffekte nutzen, aber diese beiden sind jetzt nicht so stark, was den Kampf angeht. Isar hier unten wäre viel cooler gewesen, dass ich nochmal drei rote Würfel hätte aktivieren können, aber hätte, hätte, ist nicht, kann ich leider nicht verwenden. Aber dann schauen wir mal, ob jetzt meine Truppen, die ich jetzt alle hier hineinkommandiere, diesen Kampf schaffen. Beginnen wir den Fernkampf mit der Vorhut und zwar den Skeletten. Wir sind auf Eiswüste, das heißt, ich muss mich nicht um das Terrain sorgen, nur um die Skelette selber, denn die werden. Im Fernkampf auch zwei rote Würfel jetzt nutzen, aber ich hingegen über meine fünf Klingenschiffe bekomme fünf weiße Würfel, dann noch über meinen Hügeldrollen noch einen weiteren gelben und über diesen sollten automatisch im Fernkampf schon mal einen Treffer. Damit ist eins Skelett schon mal garantiert weg. Wenn Sie natürlich Blitze werfen, könnten wieder neue entstehen. Ich könnte über Nahrung auch noch meinen Bogen aktivieren, um noch einen gelben Würfel dazu zu bekommen. Ich denke mal, das reicht. Sollte tatsächlich hier irgendetwas schief laufen, könnte ich Nahrung immer noch über meinen Hügeltreu bezahlen, um neue Würfel werfen zu können. Aber ich denke mal, das sollte doch. Reichen. Sollte mit dem Teufel zugehen. Und da haben wir oh, zwei Treffer für uns. Das ist schon mal nicht gut. Jetzt hoffe ich natürlich auf ein paar Schilder, damit wir nicht so viele Verluste haben. <laughs> oh Gott. Ah, was mache ich? Ich werde als erstes mal meinen Heiß benutzen. Der nimmt zwar nicht am Fernkampf dran teil, allerdings ist er ja hiermit zugegen und deswegen darf ich... Einen Würfel neu werfen, wenn ich durch so einen Versuch ein Schild mindestens zu bekommen. Oh, und das habe ich zum Glück. Okay, damit hebt sich das schon mal auf. Dann gehen die drei Treffer durch. Die Skelette sind besiegt. Einer kommt zu uns durch. Naja, dann muss ein kleiner Seeräuber dran glauben, der wandert jetzt in den friedhof der Horde. Das war das Leichte. Jetzt kommt natürlich die Herausforderung. Die Skelette sind weg und der seelensammler erwartet uns er hat eine bedrohungsstufe von 7, ist aber vollkommen egal er benutzt immer die gleichen würfel im fernkampf einen violetten und zwei rote die legen wir erstmal zur seite jetzt stellen wir unsere würfel zusammen auch wir haben wieder über die klingenschiffe fünf weiße würfel dann der hügeltroll einen gelben dann bekomme ich ja wieder einen totenkopf automatisch geschenkt über diesen Söldner und diesmal werde ich tatsächlich den Bogen aktivieren vor dem Wurf einmal pro Runde und der Held ist auch da. Kostet allerdings einmal Nahrung, aber darum habe ich genug. Und somit noch ein gelber Würfel dazu. Was ich jetzt noch benutze, ist mein Schnellfeuer, damit ich erstmal angreifen kann. Das wird zwar nicht allzu viel Sinn haben, da ja grundsätzlich ja den Gegenschlag durchführen wird, egal wie viel Bedrohung er habt. Aber sollte ich tatsächlich jetzt sieben Treffer landen, dann wäre er besiegt und ich muss mich quasi nicht wegen der Antwort drum sorgen. Und deswegen wird der Schnellfeuer jetzt aktiviert eigentlich hatte ich ja noch etwas anderes vorgehabt ich wollte nämlich diesen Segenspiel abwerfen vor doppel die Fernkampfwürfel eines spielers da hätte ich jetzt 10 weiße Würfel, 4 gelbe Würfel, der wird nicht verdoppelt, ist kein direkter Würfel, ist quasi nur ein Symbol. Ich denke mal, das hätte auf alle Fälle gereicht. Doch warum spiele ich den Segen nicht? Das liegt daran, dass ich mir in diesem Spiel einen Vorteil gegeben habe, der nicht regelkonform ist. Denn ich habe zu Beginn des Spieles immer eine Segenkarte unter jeden nehmen es es gepackt. Das heißt Horde Legion egal wie sie entstanden sind immer eine Segnung. Das ist nicht korrekt. Ich hätte mir die Regel mal etwas genauer durchlesen müssen, denn da wird eine Sache nicht mit erwähnt und zwar wenn Horde bzw. Legion kommt über Ereignisse. Dann wird keine Segnung drunter gepackt. Also tatsächlich immer nur dann, wenn zum Beispiel ein Hexfeld sagt, platziere Horde oder eine Legion oder wenn sich die Skelette vereinigen oder über eine Quest. All das sind Voraussetzungen, die eine Segnungskarte dann ins Spiel bringen oder unter den nehmen es es, aber halt nicht die normalen Chapter-Ereignisse. Und das habe ich nicht beachtet, deswegen habe ich ein paar Segnungen mehr gehabt, als ich eigentlich durfte. Denn wenn ich mich richtig entsinne, ich ich habe drei Segnungen angewandt, hätte aber nur zwei Segnungen eigentlich in diesem Spiel erhalten. Und das war an dieser Stelle, als ich den Sie Tower aufgedeckt habe. Dann sind nämlich zwei Horde-Einheiten zusätzlich erschienen, unabhängig des Ereignisses. Und deswegen hätte ich tatsächlich auch nur diese zwei Segnungen gehabt, um diese einsetzen zu können. Das schmälert jetzt natürlich meinen potenziellen Sieg ein klein wenig, denn ich habe eine Segnung zu viel gespielt. Aber okay, die anderen werde ich jetzt außen vor lassen, um das Ganze hier noch regelkonform zu gestalten und deswegen werde ich auch nicht meine Fernkampfwürfel verdoppeln. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt am Ende natürlich nicht reichen könnte, aber ich habe ja zum Glück auch noch die Titanen. Okay, dann legen wir den mal kurz hier zur Seite, dass ich besser werfen kann und hoffe jetzt auf viele, viele Totenkämpfe. Und naja, das ist nicht viel. Ein Grund auf alle Fälle, einmal ISA jetzt zu verwenden. Ich habe ja hier auf den Tiefenwandler einmal Erfolg, das werde ich jetzt abgeben und werde noch mal alle Würfel neu werfen. Vielleicht wird es ja etwas besser. Vielleicht aber auch noch schlechter. Okay, das sieht ein klein wenig besser aus hinsichtlich der Verteidigung auf alle Fälle. Und was haben wir? Eins, zwei, drei Totenköpfe. Okay, ich könnte ja, nur gelbe Würfel neu werfen, die weißen leider nicht. Oder über den Heiß -Galt, ne? Na nein, den lasse ich mir mal gegebenenfalls für die Nahkampfphase. Okay, dann 1, 2, 3 und über diesen auch noch 4 können wir schon mal runter auf 3. Okay, dann sind jetzt natürlich die Gegner oder der Gegner dran. Und oh, das sieht gut aus. Einmal Blitz. Einmal Turbekopf. Geht auf alle Fälle ins Schild, keine Verluste. Was macht das Blitz? Okay, er ja, hält ein Aktivierungstoken. Das wäre dann das. Dritte Token, okay, der muss auf alle Fälle weg. Und er würde jetzt noch zwei Schilde produzieren. Auch vollkommen egal, der Angriff ist ja schon gelaufen aufgrund unseres Schnellfeuers. Die Schilde nützen ihm jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Dann kommen wir zur Clash-Phase. Legen wir erstmal seine Würfe: zwei rote, zwei blaue, ein schwarzer. Und jetzt stellen wir mal unsere zusammen hab leider nicht so viele Würfel. Ach, das ärgert mich ein klein wenig. Wir bekommen über den heißgalten, über den Seeräuber, über den Hügeltroll, dann hier ein Blitz nützt uns nur leider nichts, weil wir auf einem Körsfell stehen. Dann werde ich diesen Gegenstand abwerfen, bekomme ich noch einen roten Würfel dazu und das War's dann leider auch. okay, Neuwürfe sind grundsätzlich möglich, dann die Trommeln habe ich auch noch. na mal sehen. Ich werfe mal zuerst. <laughs> ich brauche drei Tonschädel und er darf keine großartigen Schilder haben. Okay, wir haben die drei Schädel. Das ist allerdings sehr knapp. Ich werde mal vor dem Schaden. lass erst mal seine Würfel werfen, ob ich die Nahrung bezahle. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber keine Schilde. Noch leider zu früh gefreut. Der Blitz ist ja zwei Schilde wert. Somit legen wir die mal hin, damit wir das Ganze nicht vergessen. Und es gibt noch einen vierten Marker dazu. Ja, was mache ich jetzt? Werf ich neu? Ja, auf alle Fälle. Ich versuche noch ein klein wenig mehr rauszuholen, indem ich erstmal einmal nach und bezahle. Und diesen hier Neuwerfer. Und da haben wir den vierten Schädel. Und das reicht mir sogar. Denn wir haben einmal den Seeräuber. Pro Totenschädel auf meinen gelben Würfeln. Das sind zwei Stück. Ignoriere ein gegnerisches Schild. Und da das zwei Schilde sind, kann ich diese zwei damit ignorieren. Dann habe ich die. Trommeln. Wir haben einen Plank beim Gegner. Somit kann ich ein Schild erzeugen. Legen wir uns das hier hin. Somit diese beiden zusammen heben sich auf. Aber damit verließen sie ihn dann. Jetzt gehen vier Schaden hier rüber und vier Schaden darüber. Das bedeutet auf alle Fälle, der Seelensammler ist Geschichte. Wir bekommen neun Siegpunkte und die kann ich. So aufteilen, wie ich gerne möchte, werde ich aber alle den untersee geben. Und jetzt kommen natürlich die vier Schaden hier rüber. Eins, zwei, drei, vier. Alle Truppen besiegt. Nützt ja nichts. Aber wir haben den Arch-Nemesis vertrieben, beziehungsweise sogar vernichtet. Geben wir uns noch die Siegpunkte für den Seelensammler. Neun Stück an der Zahl. Die Skelette haben ja keine Siegpunkte gebracht. Somit von 34 auf 42. Ich denke mal, das sollte jetzt auf alle Fälle für den Sieg reichen. Denn die Horde des K die bekommt zwar noch ein paar Siegpunkte über den Friedhof. Das sind drei Fraktionen drin. Also sechs Stück, dann auf 36. Und über die Kurses noch nochmal vier. Kommt die Horde auf 40. Also nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch irgendwie andere Siegpunkte jetzt bekommen. Könnte. Denn alle Fraktionen, die im Spiel sind, sind jetzt im Friedhof vorhanden. Da ist also nicht mehr möglich. Und sollten jetzt nicht noch zwei oder drei Flüche dazukommen, wird also der Stein immer hinter uns bleiben. Und wir bekommen ja selber noch ein paar Siegpunkte nachher dann in der Auswertungsphase. Und vielleicht sogar noch, wenn wir ein paar Ressourcen abgeben, können wir uns noch ein paar dazu kaufen. Okay, das waren zwar empfindliche Verluste, aber es ist ja vollkommen egal, wie viele Truppen am Ende noch übrig sind. Es geht rein um die Siegpunkte. Der Zug unserer Piraten ist somit zu Ende. Die Titanen sind wieder dran. Und ehrlich gesagt, es braucht keine Siegpunkte mehr für die Titanen. Die sind uneinholbar vorne, hat also jetzt auch nicht allzu viel Wert, jetzt noch irgendwelche Kämpfe zu bestreiten. Natürlich, ich könnte die ganzen Garnisonen noch versuchen wegzumachen, noch die Teile zu erkunden und zu verschlingen. Bringt ja alles extra Siegpunkte, aber für was denn? Ich denke mal, ich habe Horde und Nietzsche weit hinter mir gelassen. Allerdings für den persönlichen Highscore könnte ich noch was machen. Ich rechne immer meinen persönlichen Highscore immer damit, wie viel Vorsprung hat die schwächste Fraktion von mir zur stärksten Fraktion. Also dieser Unterschied, das ist quasi mein Highscore. Das heißt, ich brauche noch Siegpunkte für die Unterseepiraten, wenn ich da mal den Highscore nach oben treiben möchte. Und ich denke mal, das geht mit den Titanen nur so, wenn ich jetzt Ressourcen mir hole, damit ich diese Ressourcen dann eintauschen kann in Siegpunkte. Und dies geht auch Spieler übergreifen. Das heißt, wenn ich mit den Titanen fünf Ressourcen nach in der Auswertungsphase abgebe, bekomme ich einen Siegpunkt und den kann ich auch den Unterseepiraten geben. Deswegen auch hier gerade die Kooperation sehr wichtig, wenn ihr dann ganz viele Ressourcen habt gegeben. Falls bei jemandem, der ganz weit vorne ist, dann auf alle Fälle die Siegpunkte demjenigen geben, der am weitesten hinten ist. Und daher werden die Titanen sich als erstes bewegen. Kann ich ja wieder zu jedem angrenzenden Hexfeld. Und dann habe ich noch 1, 2, 3, 4 Mal die Handelsaktionen, die ich durchführe. Und dafür gebe ich mir ganz banal Salz. Das sind also 4 mal Salz. Also einer und ein Dreier. Und warum habe ich die Bewegung durchgeführt? Um einfach hier wieder zurück zu meinem Heimathexfeld zu springen. Da bekomme ich ja nach einer Produktionsphase auch nochmal Ressourcen. Und ich bekomme jetzt hier an dieser Stelle auch noch Ressourcen in Form von einmal Salz, einmal Vorräte und einmal Nahrung. Und das ist dadurch möglich, da ich noch diese Feedkarte habe. Und zwar für den unteren Effekt, dass ich... Erhalte die Ressourcen von diesem Hexfeld. Ich nehme also nicht das obere, sondern einfach banal das untere und damit nochmal einmal Nahrung, einmal Salz und sogar noch einmal Vorräte. Habe ich jetzt 15 Ressourcen in Summe? Das sind schon mal drei gekaufte Siegpunkte und dann bekomme ich ja auch noch das in der Produktionsphase dazu. Für die Unterseepiraten, die jetzt nur noch an der Reihe sind, werde ich das auch recht simpel halten. Ich werde einmal segeln, ich werde nochmal segeln, um meine Klingenschiffe wieder auch gut zu positionieren, damit sie dann in der Auswertungsphase viele Siegpunkte bringen. Und zum Schluss werde ich eben noch versuchen, eine Quest lösen zu lassen. Vielleicht hat er Glück und bekommt noch einen Siegpunkt dadurch. Segeln wir also zweimal. Das sind also sechs Bewegungspunkte für unsere Klingenschiffe. Und da segle ich. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6. Und damit habe ich jetzt 4 Klingenschiffe auf Hexfeldern mit Eiswüste, die auch Ressourcen bringen. Somit macht das auf alle Fälle Sinn. Für das letzte gab es leider kein passendes Feld. Aber vollkommen egal. Und natürlich zum Schluss, Avent, der wird jetzt hier in der Eiswüste noch versuchen, eine Quest zu lösen. Zwei Quests stehen mir noch zur Verfügung. Ich nehme die leichteste, wo ich einen Siegpunkt bekomme. Brauche ich nämlich nur drei Totenschädel. Und ich habe ja. Zwei violette und zwei gelbe Würfe. Ich habe ja meinen Gegenstand, der mir Macht verleiht, abgelegt. Jetzt mache ich doch noch eine Quest, aber es ist ja ein Bonus. Und außerdem, ich habe noch einmal Isa. Das werde ich natürlich auch nicht verschwenden lassen. Gegebenenfalls hilft es mir, wenn ich dann den Wurf wiederhole. Okay, dann drücken die Daumen. Ich brauche drei Schädel und habe leider nur zwei. Ich will es einfach riskieren. Deswegen werde ich jetzt mein letztes Isa abgeben. Um nochmal alle Würfel neu zu werfen. Auch auf die Gefahr, dass es jedenfalls jetzt komplett in die Hose geht und ich Ressourcen verliere. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, und wir haben die drei Schädel, jawohl. Somit Ziel erfüllt. Wir könnten jetzt Basiseinheiten platzieren. Da verzichte ich jetzt mal drauf, denn wir sind quasi am Ende des Spieles. Ich brauche keine Truppen mehr. Aber den einen Siegpunkt, den hole ich mir auf alle Fälle noch. Schnappen wir uns mit den Unterseepiraten noch den einen Siegpunkt hoch auf 43. Und damit endet die letzte Aktionsphase und wir kommen zur letzten Nemesisphase. Aber da gibt es überhaupt nichts zu tun, denn wir haben alle Gegner besiegt, mit Ausnahme der Skelette und der Garnison. Aber das ist vollkommen wasch, die werden ohne irgendwelche Nemesis oder arch Nemesis nicht aktiviert. Kommen wir somit zur Abrechnung. Also fast erst noch die Produktionsphase, beginnend mit den Titanen. Dieser steht momentan auf dem Heimathexfeld. Somit produziert dieses Feld schon mal einmal Salz, einmal Vorräte und einmal Nahrung. Somit einmal Salz, einmal Nahrung, einmal Vorräte. Und dann bekomme ich natürlich noch die Ressourcen von meinen verschlungenen Hexfeldern. Das sind einmal zwei Salz. Machen wir einen Dreier draus. Dann haben wir zweimal zwei Nahrung, also vier. Dann haben wir dieses. Und da können wir nochmal eintauschen. Ich habe hier noch ein einer, nehmen wir die drei raus um das ganze ein bisschen besser zu rechnen und zum Schluss haben wir noch mal zwei Vorräte, somit ein Dreier hier hin und der einer weg. Das sind jede Menge Vorräte, die wir nachher noch in der Auswertungsphase schön umwerten können in Siegpunkte. Produktionsphase für die Unterseepiraten. Wir stehen nur auf Hexfelder mit unseren Klingelschiffen. Da bekommen wir 2 Salz, 4 Salz, 6 Salz, 7 Salz und jeweils einmal Nahrung und einmal Vorräte. Fügen wir alles hinzu. 7 mal Salz, 2, 6, 7. Einmal Vorräte, einmal Nahrung. Und natürlich über unser Board noch nochmal ein paar Ressourcen. Nicht viel, aber immerhin kommen wir einmal Salz, zweimal Vorräte und sogar noch dreimal Nahrung. Okay, damit sind wir durch mit der Produktionsphase. Kommen wir zur Auswertungsphase. Zuerst die Legion. Diese bekommt einen Siegpunkt für jedes Hex mit einer Garnison. Sind noch fünf Stück da. Und das war's dann auch schon. Mehr als fünf Siegpunkte bekommt die Legion nicht. Kommt also nur bis zu einer 26, denn keine Legion-Einheit ist im Spiel. Und auch der imperiale Friedhof ist gähnend leer. Anders ist das allerdings bei der Horde des Chaos. Denn hier sind gleich drei Fraktionen drin: einmal die Legion, einmal die Söldner und einmal die Untersee-Piraten. Somit sind das sechs Siegpunkte für die Horde des Chaos. Und zu diesen sechs Siegpunkten gibt es jetzt noch mal einen Siegpunkt für jeden Kurs, also nochmal vier. Dazu sind wir bei zehn und noch für jede Horde Einheit im Spiel. Aber da ist keine mehr, bleibt also bei zehn. Von 30 auf 40. Somit wissen wir an dieser Stelle schon mal, wir haben gewonnen, denn Legionenhorde werden jetzt keine Siegpunkte mehr bekommen. Wir hingegen schon. Beginnen wir mit den Titanen. Als Held, der gleichzeitig als Heven fungiert, hat noch mindestens eine Bedrohung drauf, bekommt er pauschal zwei Siegpunkte plus den einen Siegpunkt noch auf dem Hexfeld, auf dem er steht. Somit drei dazu von 50 auf 40. 53. Noch das reicht den Titanen nicht. Es gibt noch mehr Siegpunkte, denn für jedes verschlungene Hex nochmal 2 plus noch gegebenenfalls die Siegpunktewertung, wertung die draufsteht. Somit 2, 4, 6, 7, 9 Siegpunkte hier über diese Hexe. Rechnen wir die 9 Punkte noch dazu von 53 auf 62. Ich denke mal uneingeholener Sieger dieser Partie. Aber wer weiß, es gibt noch ein paar Siegpunkte für die Unterseepirate. Erstmal angefangen noch mit den Titanen. Denn die können Ressourcen jetzt umwandeln, zwar fünf Stück an der Zahl, egal welche Ressourcen, und bekommen einen Siegpunkt. Und den können sie an Spieler geben, wie sie wollen. Können sie sich selber geben, können sie aber auch anderen Spieler geben. Wir machen das mal so, dass ich jetzt alles den Unterseepiraten gebe, denn ich will meinen Highscore noch ein klein wenig hochbringen und und da habe ich jetzt mit den Titanen im Playerboard drin. 1, 2, 3 von diesen 3. Ich stehe jetzt einfach mal zusammen: 5, 6, 7, 8, 8 mal 3 sind 24 und dann habe ich noch zwei Einer, also 26 Ressourcen. Kann ich also 25 eintauschen, bekomme ich 5 Siegpunkte. Das eine geht wieder zurück und diese Siegpunkte bekommen die nedersee auf 48. Die untersee produzieren aber selber noch in der Auswertungsphase Siegpunkte und zwar über ihre Klingelschiffe, wenn sie nicht auf einem Feld mit X stehen. Das sind also vier Stück an der Zahl, A2 Siegpunkte, also acht noch hinzu. Da sind wir schon auf 56. Dann haben wir hier noch einen Siegpunkt, dort noch einen Siegpunkt, das sind wir auf. 58, oh, vielleicht über uns sogar noch die Titanen, denn auch die Untersee-Piraten haben noch ein paar Ressourcen, die sie umwandeln können. Und da zählen wir ganz schnell zusammen. Wir haben drei Vorräte: 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20. Ach, das geht doch wunderbar auf. Das sind nochmal 4 Siegpunkte. Und wenn das kein gemeinschaftlicher Sieg ist, mit den vier Siegpunkten kommen nämlich auch die Unterseepiraten auf 62 Siegpunkte. Keiner streitet sich um den Sieg, denn beide haben gemeinschaftlich das beste Ergebnis und gemeinschaftlich haben wir auch das Spiel gewonnen, denn Horde und Legion sind hinter uns hinsichtlich der Siegpunkte und damit ist das Spiel gewonnen. Liebe Freunde von Uprising Titans of the First Age, das war die zweite Staffel zu diesem Spiel. Erneut ist sie siegreich für mich ausgegangen, auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Apokalyptisch. Wohlgemerkt mit einem kleinen bitteren Beigeschmack für mich, weil ich die Regel hinsichtlich der Segnungen nicht richtig angewendet habe. Deswegen kann ich mich jetzt leider nicht in die Sphäre von Nemesis Games heben, die quasi fast jedes apokalyptische Spiel gewinnen. Und werde wahrscheinlich nochmal ran müssen, um dann tatsächlich auch ohne Fehler durchzuspielen. Vielleicht ist auch hier und da mir ein weiterer Fehler unterlaufen. Ich habe es auch schon in die Untertitel dann entsprechend. Reingeschrieben, wenn mir etwas passiert ist, zum Beispiel, dass ich diesen Sea Tower da versehentlich wieder falsch zurückplatziert habe, als ich halt den Kampf simuliert habe. Und dadurch hat sich natürlich dieses unpassierbare Terror ein klein wenig verschoben. Das hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen gehabt, denke ich mal. Aber dennoch sind so kleine Fehler, auf die sollte man halt achten, wenn man halt Teile vom Spielfeld entfernt, um irgendetwas darzustellen. Aber was soll's? Fehler passieren, sollte man sich auch nicht entmutigen lassen. Hauptsache, man hat Spaß. Am Spiel und das hatte ich auf alle Fälle hier gehabt. Gerade nach dem ersten Kapitel hätte ich am liebsten alles hingeworfen. Als ich den Sea Tower aufgedeckt habe und die ganzen Horde-Einheiten erschienen sind, dachte ich nicht, dass ich noch irgendwann nochmal ins Spiel zurückfinden werde. Aber es hat dann doch noch gereicht, weil ich halt die richtigen Gegenstände gezogen habe. Wohl weiß ich, im ersten Playthrough hatte ich die Gegenstände überhaupt nicht eingesetzt, so gut wie gar nicht. Hier kamen die recht gut zum Einsatz. Und das hat C'est... Gut zusammengefügt, so dass ich am Ende doch noch der Legion und vor allen Dingen auch der Horde des Chaos entkommen konnte. Natürlich in diesem Spiel kann man nichts vorher kalkulieren. Es sind viele zufällige Elemente, aber es gibt halt auch viele Sachen, die dem Zufall entgegenwirken. Obwohl man das Glück ein klein wenig zu seinen Gunsten beugen kann, sei es jetzt mit der Isar-Regel, sei es mit den Druiden, die jetzt alle zur Verfügung stehen, und das ist schon ein riesenvorteil Vorteil, wenn man alle Druiden immer über die Blitze aktivieren kann. wenn man und nicht gerade auf einem Feld mit einem Kurs steht. Und nicht zu verachten natürlich die Segnungen. Die muss man ja nicht mitnehmen. Wenn man den Schwierigkeitsgrad noch höher schrauben möchte, dann verzichtet man einfach komplett drauf und dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger werden, als es eh schon ist. Aber das ist ja auch der Reiz des Spiels. Ich will kein Spiel haben, wo ich weiß, ich setze mich an den Tisch und gewinne am Ende. Das ist hier auf alle Fälle nicht der Fall. Aber ich habe trotzdem so viel Werkzeug in der Hand, um mir den Sieg zu erarbeiten. Also nicht alles dem Glück zu überlassen. Aber ich denke mal, ich werde zu dem Spiel, weil einige Partien habe ich jetzt tatsächlich über die Monate, wenn nicht sogar Jahre auf dem Bucke. Und deswegen traue ich mir auch zu, ein Fazit zu dem Spiel zu machen. Das wird nicht heute oder morgen passieren, werde ich auch ein klein wenig vorbereiten. Aber in naher Zukunft werde ich also zu Uprising noch ein kleines. Fazit machen, damit gegebenenfalls auch diejenigen, die jetzt nur so Kurzvideos schauen, da einfach mal einen Einblick in das Spiel erhalten. Für diejenigen, die jetzt diese Staffel oder vielleicht sogar die letzte geschaut haben, für die wird das Fazit natürlich keine große Überraschung sein, denn ich bin begeistert von dem Spiel und würde mich über weiteren Content von den Jungs freuen. Ob es tatsächlich da noch was gibt, ob man hier noch mehr ausbauen kann, ja, die Zukunft wird es zeigen. Aber okay, ich hoffe jedenfalls, ihr hattet einen kleinen wenig Spaß an dieser Reihe. Ein besonderer Dank geht dabei an Elea, denn sie hat sich mit ihrem Support auf Patreon für meinen Kanal diese Serie gewünscht und ich freue mich schon auf... Deinen nächsten Wunsch, damit ich diesen erfüllen kann. Für diejenigen unter euch, die meinen Kanal unterstützen wollen, lasst ein Abo da, ein Like unter dem Video. Empfehlt mich weiter bei euren Freunden, bei eurer Community, bei Facebook, wo auch immer. Das hilft mir auf alle Fälle weiter. Und wer mich auf besondere Weise unterstützen möchte, das ist als Patreon möglich, das ist als Kanalmitglied möglich oder mit einem einmaligen Support über die Thanks-Funktion. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für eure Unterstützung, auf welche Art auch immer. Wünsche euch alles Gute, habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Geno.